gelernt. Iemi und Nome ist Steffi. Brava! Ah, brava! Frank und eine neue, das sind in der Mitte rechts, neue Zweier da. Die könnt ihr dann. Cool. Größte. Größte. So, probieren wir mal. Schmeckt mal so. Großartig! Da wollte ich euch mal zeigen, wie geht einer ab beim Tiramisu. Von lecker! Tiramisu. Was? Il Tiramisu. Il Tiramisu. Ja, bitte ihn. Sie. Ich nicht mehr. Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe gestern kein Intro gedreht und sehe total fertig aus. Wir haben nur 3 Stunden geschlafen. Wir sind gerade am Frühstücken. Ich habe leider von unserem Konjo-Treffen nichts gefilmt. Ich würde sagen, ihr schaut euch Taras Video dann an. Und Mayras Video. Schaut mal, da ist mein Oberopfer. Mit dem Teller. Ja, und da ist noch die Gerste und die Bade und die Freundin von der Gerste. Beweg mal deine Lippen, Mayra. Wie bewegt man meine Lippen? Wenn ich was sag. Ja, was denn? Ja, weiß ich noch nicht. Warte. Megagola mal. Was? Ich sag's. Okay. Megagola mal. Oh, keine Ahnung, was das heißt, Leute. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Mayra hat mir das beigebracht. Ich sehe das in deinen Augen, ey. Mayra hat Rückenschmerzen des Grauens, weil sie gestern der Steffi die Haare gemacht hat. Bei Steffi könnt ihr übrigens auch noch ihre neue Haarfarbe sehen. Mhm. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Jetzt muss ich essen. Alles mit dem Schirm. Was kommt bald wieder? Na gut, ich liebe dich. Na gut, ist sie, ich liebe dich. Ich liebe sie, aber nur ein bisschen. Was? Guckst du mir meine Schwiegertochter? Nein, deine Videos schaue ich nie. Die mag dich nicht. Ich habe dich auch entabonniert. Ich abonniere dich aber. Ja! Danke schön. Yay, ich bin gerade zu Hause angekommen nach 3 Stunden und es war total schön bei der Gerste. Die hat sich unglaublich viel Mühe gegeben. Es war alles so, so lecker. Also wirklich ganz herzlich auch ihre Schwester. Ich habe mich ganz, ganz wohl gefühlt. Ich freue mich jetzt natürlich auch, dass ich gesund wieder zu Hause angekommen bin. Ich bin total kaputt, wie man sehen kann. Wir haben wenig geschlafen. Ich habe immer noch Halsschmerzen. Und jetzt schaue ich nach meinen Mäusen. Ich muss jetzt noch eine Runde mit dem Lissandro üben. Und zwar schaue ich jetzt, ob er das Wochenende gelernt hat. Morgen schreibt er nämlich eine Probe in HSU und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gemeinsam hoch, mal gucken, ob ich noch ein bisschen filme. Ansonsten sehen wir uns morgen, dann sehe ich vielleicht auch ein bisschen fitter aus und ja, gehen wir jetzt einfach mal. So, mal schauen, was meine Mäuse machen. Oh, da oben wartet schon die Bella auf mich. Wie süß! Bella! So, jetzt bin ich gespannt, wer mich zuerst begrüßt. Da ist sie! Ja, wo ist denn die Feine? Oh, jetzt ist sie wieder beleidigt. Schaut, jetzt tut sie wieder total beleidigt und beachtet mich nicht so arg. Das ist immer so, wenn ich eine Weile weg war. Na komm, Bella. Na komm. Kleine beleidigte Leberwurst. Kinder, bin wieder da. Da ist die Bella. Hallo, mein Lukito. Na, mein Schatz. Da ist der Luki. Warum ist hier so dunkel? Lassie! Lassie! Hey, mein Schatz! So, ich sehe immer noch aus. Ne? Ich war noch nicht im Bad, gar nichts. Ich bin gerade angekommen und die Kinder haben die Geschenke entdeckt von der Mayra und deswegen machen wir die jetzt mal gemeinsam auf. Und da ist der Lissandro und er macht jetzt mal auf. Nachträglich zu seinem Geburtstag hat er nämlich was bekommen. Luki, machst du auch Geschenke auf? Und übrigens, da seht ihr meine Kaffeemaschine. Da ist noch das ganze Zeug, weil die Kaffeemaschine immer noch nicht repariert ist. Yay! Cool! Smiley da gegen mich. Cool. Oh, für die Bella ist auch was dabei? Ja. Ernsthaft? Schaut mal. Tschüss. Was ist das, Schatz? Ein Film. Yay! Ja. Und was ist es? Eine Tasse. Ja, Emoji. Cool. Danke, Mayra. Bella, sag mal Danke zu der Mayra. Bella, magst du das? Danke, Mayra. Yay, neuer Tag, neues Glück. Wir sind in der Soccerhalle. Heute feiern wir den Geburtstag von meinem Lissandro nach. Da ist er. Da ist mein Lassie. Mein Messi.
So lustig. Die ganzen Kinder sind jetzt da. Ich hatte den Stress des Grauens. Und ja, Muffins gebacken und die Zuckerwattemaschine dabei und 10.000 Luftballons mitgenommen. Ja, bin mal gespannt, wie es jetzt heute wird. Da ist das Geburtstagskind. Da. Das ist der Ball. Ja. Ich hab Angst. Keine fremden Kinderfilme. Go, Messi! Ich meine Lassie. Ich verarsche den ja immer so. Messi, Lassie. Ich glaube, ich muss hier raus, nicht, dass die mich hier irgendwie abschießen. Oh, jetzt kommt der Ronaldo. Ronaldo, ich habe hier nur Spitzenspieler. Ronaldo, Messi. Was steht bei dem hinten drauf? Wartet mal. Neymar. Schau, ich spreche das falsch aus. Kenn ich nicht. So, jetzt mein Luki im Tor. Ich würde es euch so gern zeigen, aber es geht nicht. Keine fremden Kinderfilme. Jetzt. Yo. Ronaldo! Max! Die hören einfach nicht auf mich. Vielleicht, weil die wissen, dass ich keine Expertin bin, was das Fußballspielen betrifft. Jetzt gehen sie wieder zurück. Da ist er, der Ball. Komm da. Die haben voll Spaß. Okay, wenn der Ball ins Eck geht, das ist super. Kurze Trinkpause. Voll fertig, meine Kinder hier. Ey, ich komme jetzt jeden Tag hierher. Das ist leider ein bisschen zu teuer. Den Tisch haben die voll schön gemacht. Kinder, hier ist unser Tisch. Schaut. Ja, so sieht unser Tisch aus. Da ist er, der Ronaldo. Und da ist der Messi. Wie heißt denn deiner? Neymar Junior. Neymar Junior. Wen haben wir noch? Was haben wir noch? Wer bist du? Gar keiner von mir. Gar keiner. Ja, ich war noch dran. Ja, mach. So, dreiviertel Stunde ist schon um und die haben einen Riesenspaß. Ich glaube, ich kriege die hier nicht raus. Hilfe. Es gibt jetzt dann gleich noch Chicken Nuggets und Pommes. Und ja, mir ist voll kalt. Deswegen habe ich meinen Schal an, aber die rennen ja hier rum. Deswegen ja, passt es schon so. Deswegen ist die Halle an sich ein bisschen kälter. Außerdem friere ich eh immer gleich. Yay, Tor! Tor! Ronaldo, Messi! Yeah. Die Ruhe vor dem Sturm! Das Essen wird gerade gebracht. Mein Luki ist schon da und jetzt muss ich die anderen Kinder rufen. Oh mein Gott! Es ist so laut hier, aber die haben so einen Spaß. Ne, Luki? Ja. Die Kinder haben jetzt gegessen und jetzt gibt's Nachtisch. Und zwar Zuckerwatte! Wir spielen jetzt gerade noch Tischtennis und Tischkicker da vorne, aber ich rufe die jetzt. Denn Sandro hat sich das nämlich gewünscht. Wir haben auch schon alles vorbereitet. Schaut, da ist der Zucker und so weiter. Und ich glänze total, aber das ist das Licht. Hoffe ich. Ja, und jetzt gibt es Zuckerwatte. Ich habe mich jetzt gestern gar nicht mehr gemeldet bei euch. Sorry dafür. Ich habe heute den Stress des Grauens. Ihr wollt aber immer mit dabei sein und sehen, wie das so ist. Mein Alltag mit 4 Kindern. Ich kann mir jetzt meine Haare nicht mehr stylen. Die sind hier hinten auch tatsächlich noch nass. Aber ich habe jetzt gleich einen Termin zur professionellen Zahnreinigung. Und danach geht's alles weiter mit Terminen. Ich versuche euch mitzunehmen und später erzähle ich euch auch noch ein bisschen, wie es gestern war. Aber jetzt muss ich echt los, weil in 5 Minuten schon der Termin ist. Und ich habe jetzt keinen Bock, dahin zu spät zu kommen. So, jetzt hat auch noch der Postbote geklingelt. Ich habe keine Zeit. Da ist meine Wäsche, die habe ich schon gemacht. Oh, Postbote. Mist. So, erledigt. Alles super. Ich war beim Zahnarzt. Wie gesagt, professionelle Zahnreinigung. Hier ist die Rechnung. 96 Euro habe ich bezahlt. Das mache ich zweimal im Jahr. Mir ist das halt super wichtig. Ich war jetzt auch noch beim Chirurgen. Da musste ich nochmal ganz kurz hin. Der hat nochmal mein Ohrläppchen kontrolliert. Alles gut verheilt. Ich darf jetzt 3 Monate kein Ohrloch stechen und ich mache mir den Ohrring immer nebendran in das Loch, weil ich es total gern mag, Ohrringe zu tragen und deshalb, ja, mache ich das so. Ich muss mich jetzt beeilen, ich war jetzt noch schnell einkaufen und ja, wir haben es schon 11 und mein Mann kommt gleich und dann fragt er mich, und was hast du gekocht?
Ja, weil er hat immer um 11:30 Mittagspause, allerdings nur eine Dreiviertelstunde und da ist es gut, wenn das Mittagessen dann schon auf dem Tisch steht. Deshalb muss ich mich jetzt beeilen. Ich ziehe mich jetzt um und dann koche ich. Gekocht und jetzt hole ich zwei meiner Kinder von der Schule ab. Da ist die Bella, mit der war ich heute Morgen übrigens auch Gassi, natürlich. Ich habe auch das Elternbad und unten das Kinderbad geputzt. Ich habe durchgesaugt und Staub gewischt. Da habe ich jetzt die Kamera natürlich nicht mitgenommen. Ne? Ich habe auch die Wäsche weggeräumt und jetzt muss ich mich beeilen, weil ich eben, wie gesagt, meine Kinder abholen muss und dann haben wir schon wieder den nächsten Termin nach dem Mittagessen, nach dem Hausaufgaben machen. Ja, und um 5 gehe ich ja dann wieder arbeiten. Also, los geht's. Der Max hilft jetzt mal dem Lissandro Hausaufgaben machen, ne? Kannst du das überhaupt, Max? Nö. Zeig mal, ob du das noch kannst. Oder gehst du auf die Baumschule? Ja, bestimmt. Taschenrechner, ich gebe dir gleich Taschenrechner. Spinnst du? Ja, klar. Nee, jetzt mal ernsthaft. Komm, mach das. Ja. So, da, Max, Schatz, weil du so schön geholfen hast, kriegst du auch was zu essen. Räumt mal das Schulzeug weg. Ach so. So, der Lassie bekommt auch was zu essen. Da, Lassie. Danke. Bitte, mein Schatz. Guten Appetit. Jetzt hänge ich mal schnell die Wäsche auf. Gegen das Licht zu filmen macht natürlich total viel Sinn, ne? Aber anders geht es jetzt halt nicht. So, das bisschen Haushalt, ne, macht sich von alleine, wissen wir ja. Deswegen muss ich es immer machen, weil ich es nicht von alleine mache, der Haushalt. Und ich habe so viel Wäsche. Es ist unglaublich. Warum habe ich so viel Wäsche? Weil ich ein Opfer bin. Ich bin das Opfer. Ich bin ein Opfer. Ja, nein, Quatsch. Ist ja klar, wenn man vier Kinder hat, dass man viel Wäsche hat, oder? Es liegt ja wohl auf der Hand. So, erledigt. Wäsche ist aufgehängt. Jetzt denkt euch bestimmt, warum verwendet diese Frau keinen Trockner? Ja. Ich habe zwar einen Trockner, aber ich mag das nicht so arg. Genau, deswegen hänge ich die Wäsche auf. Heute Abend ist die trocken, also ist überhaupt kein Problem. Ich habe auch die Betten abgezogen und Max sein Bett, unser Ehebett und Alessandro sein Bett. Das ist auch alles schon auf dem Wäscheständer und das ist heute Abend schon trocken. Wie gesagt, ich bügel dann einfach nur noch mal ganz kurz drüber und kann die Betten dann wieder frisch beziehen. Und ja, dann kann man sich ins schön gemachte Bett legen und jetzt muss ich weitermachen. Was soll's. Der Alessandro möchte jetzt seine Gutscheine einlösen. Hier sind sie vom Geburtstag. Er möchte sich seinen Ball holen. Und schaut mal, ich verrate euch mal was. Seht ihr, was da hinten liegt? Geil, ne? Das ist immer noch das Zerrankoffeld. Und mein Mann, der hat jetzt irgendwie nicht so den Sinn, das mal zu entsorgen. Das muss ich dann machen. Geil. Naja, jetzt hole ich erstmal den Ball mit dem Alessandro und dann geht's zum nächsten Termin. Tschüss, Sam. Tschüss, Sam. Wer das nicht versteht, einfach mal auf Snapchat vorbeischauen. So, also, jetzt holen wir Lissandros Geburtstagsgeschenk mit den Gutscheinen. Es regnet. Bäh. So, da sind wir wieder. Lissandro hat seine Geburtstagsgeschenke geholt. Magst du die mal zeigen? Ja. Den Ball hat er sich gewünscht mit seinen Gutscheinen. Und was noch? Er ist ja jetzt ganz stolz, der Lassie. Yay, neue Fußballschuhe. Richtig cool. Ja. Ja. Wer trägt die immer, Lassie? Weil das pink ist. Ich kenne mich nicht so gut aus. Oder eine Barriere. Oh, keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht so gut aus. So, jetzt muss ich nochmal schnell ins Büro. Und ich komme aus dieser Parklücke nicht raus. Jetzt habe ich gar nicht so ein großes Auto, ne? Gott sei Dank bin ich nicht mit unserem anderen Auto unterwegs. Das ist unser Panzer. So nenne ich den immer liebevoll. Weil der so groß ist. Ey, da hat mich jetzt jemand zugeparkt. Wo hat denn der Führerschein gemacht? So, jetzt geht's aber. So, also, jetzt gehe ich noch schnell ins Büro. Wie gesagt, da muss ich noch kurz was arbeiten und dann
geht's zum nächsten Termin. Hilfe. So, der nächste Termin steht an. Wir sind unterwegs. Ich habe einen privaten Fahrer. Hier ist er, mein Sohn Max. Max, wohin geht's? Kieferorthopäden. So, so ist es, ne? Wenn die Kinder klein sind, fährt die Mama sie durch die Gegend und wenn sie etwas älter sind, dann fahren sie ja durch die Gegend. Wunderbar. Läuft bei uns. Was soll ich denn euch sagen? Jetzt weiß ich es nimmer. Mist. Ja, gestern beim Geburtstag war es total schön. Alessandro hat einen riesen Spaß gehabt. Ich hatte ja die Maschine noch dabei, die Zuckerwattenmaschine. Moment, Musik aus. Genau, und habe den Kindern, den Geburtstagsgästen Zuckerwatte gemacht. Da haben die eine Freude dran gehabt. Das war echt richtig cool. Der Alessandro hat ja nicht gewusst, dass er die Maschine zum Geburtstag bekommt. Die war auch gar nicht so teuer. Die habe ich bei Amazon bestellt. Den Link kann ich euch gerne mal unten in die Infobox setzen. Könnt ihr mal vorbeischauen, falls ihr sowas noch sucht. Für einen Kindergeburtstag oder halt, ja, wenn ihr euren Kindern eine Freude machen wollt. Da ist mein Lassie. Ich bin jetzt wieder da. Im Auto war der Akku von der Kamera leer. Sorry. Ich bin jetzt auch schon wieder auf dem Sprung. Ich muss los auf die Arbeit. Und ja, da ist mein Lassie. Ich muss mich beeilen. Ich wollte euch eigentlich noch was erzählen. Und zwar darf der Max Kopfhörer testen. Das habe ich jetzt total vergessen. Ich gehe mal weiter runter, Schatz. Die zeige ich euch, wenn ich von der Arbeit komme, okay? Weil ich darf auf gar keinen Fall zu spät kommen. Also, bis später. Tschüss. Da bin ich wieder. Sorry, ich habe gestern Abend nicht mehr gefilmt, weil ich super lange noch auf der Arbeit war. Mittlerweile ist es auch schon wieder dunkel draußen. Heute habe ich gar nichts gefilmt, weil ich mir einen Nerv eingeklemmt habe und es unglaublich wehtut. Ich natürlich hier alles Weitere machen musste. Aber ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch die Kopfhörer zeigen werde, die der Max testen darf. Und zwar sind es diese hier. Die hatte ich euch auch schon auf Instagram gezeigt. Keine Sorge, das ist keine Produktplatzierung. Ich habe mir einfach nur gedacht, dass es eine gute Idee ist, jetzt eben für Weihnachten oder für Nikolaus. Ich finde die richtig cool, denn es gibt auch noch eine andere Version, die ich jetzt meinem anderen Sohn kaufen werde. Und zwar ist es nämlich so, dass ihr kein Kabel habt, das zum Handy führt, sondern ihr das Ganze über Bluetooth steuern könnt. Ich zeige euch jetzt aber mal die Verpackung hier, beziehungsweise unsere Kopfhörer. Ich habe da auch einen Rabattcode für euch. 15% könnt ihr sparen. Schaut mal unten in die Infobox rein. Wie gesagt, keine Sorge, ich verdiene da auch kein Geld mit. Finde es aber einfach eine gute Idee und wollte euch darüber berichten. Ich zeige euch jetzt mal die Verpackung, verabschiede mich aber schon mal hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch mein kleiner Vlog gefallen hat. Lasst mich sehr, sehr gerne wissen, ob ich das öfter in die Kamera mitnehmen soll. Ihr habt es gesehen, es ist super stressig, mein Alltag. Ich komme nicht immer dazu, die Kamera rauszuholen, aber ja, ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und ich glänze wie eine Disco-Kugel, aber das macht nichts, ich werde nämlich gerade hier angestrahlt. Also, hoffentlich bis zum nächsten Video, bleibt noch kurz dran und ich wünsche euch alles, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Also, so sieht das Ganze jetzt aus, eine richtig schöne Geschenkverpackung und dann habt ihr hier nochmal die Verpackung, die mache ich jetzt mal zusammen mit euch auf. Und dann habt ihr hier die Kopfhörer. Schaut mal bitte, wie edel die aussehen mit dem Weiß und dem Rose Gold. Also ich mag die super gerne. Gibt es natürlich verschiedene Farben, verschiedene Größen habt ihr hier. Und ja, vielleicht war das jetzt einfach ein kleiner Tipp für euch für Weihnachten oder Nikolaus. Musik.